Und jetzt kommen wir zum Zombie. Hallihallo, wir haben keine Angst. Was macht denn der? Du machst aber komische Geräusche. Ich glaube, du solltest mal zum Arzt, mein Lieber. Katztastisch begrüße ich euch zu Lego Scooby-Doo. Die Flucht aus der heimgesuchten Insel hier auf dem Katze-Kinderkanal. Wow, ein neues Lego-Abenteuer steht uns bevor. Es ist zwar nicht unbedingt lang, dafür aber kurz und spannend. Also gut, wir werden uns auf dem Weg zur ersten Insel machen, zum ersten Abschnitt laut der Landkarte. Und wen wählen wir als Charakter aus? Nehmen wir doch den Fred. Fred und Scooby-Doo sind dabei. So, mal gucken, was uns da erwartet. Jetzt lernen wir erst nochmal die Steuerung kennen. Und zwar links unten seht ihr, hier bewege ich mich nach links und rechts. Mit den zwei Tasten hier kann ich springen und mit der anderen Taste irgendwas anderes machen. Was genau, das werde ich jetzt gleich erfahren. So, schaut mal, hier haben wir schon mal einen Rubin. Sehr schön. Mit diesem Gegenstand kann die verschlossene Tür geöffnet werden. Okay, super. Damit hätten wir schon einen Gegenstand nach nur wenigen Schritten. Aber das ist auch erst das erste Level. Das heißt, viele Gefahren werden hier noch nicht lauern. Das erhöht sich natürlich mit der Zeit. Oh, hoppala. Hier gibt es noch ein paar Hundecracker für Scooby-Doo. Oh, und ein goldener auch noch. Und ich werde auf jeden Fall das Spiel zu 100% durchspielen. Das heißt, 100 Hundecracker finden und 5 goldene Cracker. Sowie alle Gegenstände in einem Level. Meine Lieben, hier der Hinweis. Wenn euch Scooby-Doo gefällt, lasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst und ein Teil der Katzen-Community werdet. So, was haben wir denn hier? Das haben wir jetzt aktiviert und tatsächlich haben wir hier eine Art Treppe gebaut. So, ich muss sagen, die Steuerung ist für ein Handyspiel eigentlich ganz gut. Ich komme gut zurecht. Und wir sammeln auch fleißig alle Cracker ein. Wir haben schon extrem viele. Und, upsala. Oh, Moment, da oben ist noch etwas. Da ist etwas versteckt. Seht ihr das auf der rechten Seite? Hier. Haha, ein versteckter Gang. Na, na, na. Fred und Scooby-Doo finden schon alles hier. So, Achtung. Oh, jetzt werden wir die andere Taste verwenden. Ah, schaut mal. Hier können wir mit einer Lampe, mit einer Öllampe, wenn ich das richtig sehe, die Mumien abwerfen, damit sie uns ein bisschen in Ruhe lassen, zumindest für einen kurzen Augenblick. So, Moment, habe ich was vergessen? Perfekt. Und boink, boink, boink. Sehr schön. Sammle die Teile des Schlüssels, um das nächste Level freizuschalten. Sieh jetzt auf deine Karte, um die Schlüsselteile in diesem Labyrinth zu finden. Ah, schaut mal da unten. Seht ihr das? Seht ihr die Schatzkarte? Also, seht ihr den Schatz auf der Karte, meine ich? Da ist noch etwas versteckt. Das heißt, bevor wir dann zu Mumie gehen, müssen wir noch runter. Oh, habe ich da was vergessen? Ja, tatsächlich. Zum Glück war da noch ein Trampolin. Sonst wäre ich da jetzt nicht mehr hochgekommen. Oh, mit diesem Gegenstand kann eine verschlossene Tür in Level 2 geöffnet werden. Super. Das haben wir auf jeden Fall noch gesucht. Aber uns fehlen noch 2 Cracker. Ah, da sind sie ja schon. Und wie komme ich da rein? Ah, schaut mal. Oh, Scooby-Doo, du kannst da rein. Oh, oh, da ist jemand mit einer Axt. Keine Angst. Den werden wir schon austricksen. Und wir sind auf dem richtigen Weg. So, da unten ist der Schatz. Moment, jetzt müssen wir den richtigen Moment abpassen. Haha, haben wir dich. Uiuiui, auseinandergeflogen. Dann schnell weg, bevor er sich wieder zusammenbaut. Okay, und schaut mal, der Schlüssel ist jetzt vollständig. Super, damit haben wir das erste Level schon so gut wie gelöst. Dorthin gehen? Nein, wir werden das Level fortsetzen. Wir werden es schon komplett durchspielen. Und danach können wir immer noch das nächste Level betreten. So. Wow, 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 wow. Fred, nicht so weit nach oben. Komm mit, Scooby-Doo. Wir müssen hier rechts nach oben. Da wartet schon die Mumie auf uns. So. Perfekt. Wir haben alles gefunden. Oh, ein Sarkophag. Was machst du denn für lustige Geräusche? Hey. Autschi. Du musst den Boss 3-mal treffen, um ihn zu entlarven. Wenn er rot glüht, kann er nicht getroffen werden. Oh, das ist ein guter Tipp. Haha, haben wir dich. Schon 2 Treffer. Komm schon. Du bist keine echte Mumie. Wir entlarven dich. Zeig dein wahres Ich. Komm schon. Jetzt haben wir dich. Und? Ah, nee. Ich glaube, er braucht noch einen Treffer.
Der erste Treffer galt anscheinend nicht. Ach, man muss einfach nur springen. Und zack, haben wir dich. Zeig jetzt, wer du wirklich bist. Du bist keine Mumie, stimmt's? Zeig jetzt sein Gesicht. Schaut mal, das ist er wirklich. Kennt ihr seinen Namen? Es gibt eine Liste mit den Namen, wie sie wirklich heißen. Also die Mumie heißt Entlarvt. Ach, ich weiß nicht. Wenn ich es nicht vergesse, schreib es noch in die Kommentare. Beziehungsweise nicht in die Kommentare, sondern in die Videobeschreibung. Tja, es gibt eben keine Mumien. Zumindest keine lebendigen Mumien. Einbalsamierte das schon. So, oh, ein Zombie ist also der böse Gegner. Aber es gibt keine Zombies. Gut, wen wählen wir diesmal? Lass uns doch Daphne wählen. Daphne ist wie unterwegs mit Scooby-Doo. Los geht's. Oh, schaut mal, hier sind wir mit unserem Auto angekommen. Sehr cool. Und wir sind mitten irgendwo... Oh, keep out steht auf dem Schild. Das heißt, bitte draußen bleiben. Aber nein, wir kehren nicht fort, sondern versuchen hier etwas herauszufinden. Wer von euch würde sich übrigens trauen, hier durch die dunkle Nacht mit einem Hund die Gegend zu erkunden? Zum Beispiel mit Scooby-Doo. Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich glaube, alleine würde ich mich nicht trauen. Hätte ich aber Scooby-Doo an meiner Seite, würde ich das tun. Ah, das ist also das Labyrinth. Das sieht schon etwas verzwickter aus als das letzte. Ah, perfekt. Oh, was ist denn das? Ah, sieht aus wie eine Eisenstange. Wofür die wohl gut ist? Naja, wir werden das schon herausfinden. Upsala, nochmal. Ich finde den Mond auch richtig schön. Der Mond ist riesig. So, jetzt müssen wir da hoch. So. Dann darüber. Und jetzt nach links. Und hoch. Perfekt machen wir das. Stück für Stück. So. Wer ist denn bisher euer Lieblingscharakter? Ist es Fred oder Fred, den wir am Anfang gespielt haben? Oder ist es jetzt die Daphne? Also die junge Dame mit den orangen Haaren und dem lilafarbenen Outfit, die wir gerade spielen. Schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Da die meisten von euch, glaube ich, Mädchen sind, also viele weibliche Zuschauer hier auf dem Katzekinder-Kanal, behaupte ich, dass viele von euch sagen werden, dass das Mädchen ganz toll ist. Aber vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht schauen dann die Jungs eher zu bei solchen Lego-Projekten. Ich bin gespannt. Oh, was ist denn das? Sieht nicht gerade gesund aus, ziemlich giftig. Oh, wir sollten auf jeden Fall runtergehen. Denn da unten ist zwar eine Sackgasse, aber hier werden wir noch ein paar Dinge einsammeln können. Bevor wir irgendetwas verpassen. Und wie vorhin schon gesagt, habe ich euch versprochen, dass ich auf jeden Fall alles finden werde. Ach komm schon. Das ist doch ein böser Trick, oder? Oh, was ist das denn? Kann ich da durch? Oh, tatsächlich. Uiuiui, wo bin ich denn da jetzt rausgekommen? Hä? Ich werde schon auf dem richtigen Weg sein. Und boink. Sehr schön. Oh, wir haben einen Schatz gefunden. Die Kiste mit den Lego-Teilen für unseren Schlüssel. Perfekt. Sehr schön. Der Schlüssel ist schon mal sicher. Dorthin gehen oder weiter dieses Geheimnis lüften. Wir werden natürlich fortfahren und erst das Level beenden, bevor wir in das nächste Level einsteigen. So, 4 goldene Hundecracker haben wir auch schon. Oder Hundeknochen. So. Haha, was auch immer das war. Ein fliegendes Fässchen. Aber fliegende Fässer gibt es doch nicht. Da ist doch ein übler Trick am Start, oder? Hallo? Oh, da geht das Skelett kaputt. Auseinander in seine Einzelteile. So, jetzt hier runter. Mal sehen, was uns dort erwartet. Es geht auf jeden Fall noch tiefer in den Wald. Oh, ein Aufzug. Das ist ja mal interessant. Und hier bauen wir anscheinend eine Brücke. Perfekt. Tja, wo sollen wir hin? Oh, nach oben erst einmal. Da muss noch irgendwas versteckt sein, bevor es dann rechts zum Zombie weitergeht. Komm mit, Scooby-Doo. Sammel noch. Hey. Oh nein, oh nein. Der Aufzug ist schon wieder weg. So, dürfen wir mitkommen? Dankeschön. Jetzt bitte wieder nach oben. Autschi, hey, was soll denn das? Der hat uns doch glatt erwischt. So. Hier gibt es auch noch was, das hole ich gleich. Und hier oben, ist hier irgendwas versteckt? Nein, nicht wirklich. Dann, upsala. Och Mensch.
Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Komm, Daphne. Komm, Scooby-Doo. Ihr schafft das. Und schaut mal, die liebe Daphne wirft mit einem Haarkamm. Ist ja verrückt. Perfekt, wir haben eine Kamera gefunden. Die werden wir bestimmt brauchen, um in irgendeinem Level voranzukommen. So, wieder runter mit uns. Jetzt geht's hier auf der Brücke, die wir zuvor gebaut haben. Und mit dem Pilz geht's nach oben. Wow. Das war ein interessantes Trampolin. Hey, Moment mal, weg mit dir. Husch, husch. Das wollen wir auch noch mitnehmen. Was fehlt denn jetzt noch? Ah, hier haben wir nochmal ein Trampolin. Bevor wir draufspringen, holen wir uns aber noch die Cracker hier. Fehlen nur noch 7 Cracker. Die kriegen wir auch noch zusammen. Ja, die haben wir jetzt so gut wie zusammen. Und hier hoch. Ach so, ich muss dann wahrscheinlich da hoch. Okay, perfekt. Verstanden. Weg mit dir, du komisches Ding. Und jetzt kommen wir zum Zombie. Hallihallo, wir haben keine Angst. Was macht denn der? Du machst aber komische Geräusche. Ich glaube, du sollst mal zum Arzt, mein Lieber. Hey, nicht so rumfuchteln. Wo läuft denn der jetzt hin? Oh, was ist das da oben? Schau mal, der hat eine Baumaschine mit einem Greifhaken. Ja, du bist mir ein Verrückter. Autsch, du bist aber fies. Na komm runter, wenn du dich traust. Hab ich dich, ha. Und jetzt, gibst du auf? Na, immer noch nicht. Jetzt versucht er mich hier zu hauen. Hey, sowas macht man nicht. Sei lieb. Und zack, schon wieder ist er weg. Uah, du musst nicht treffen lassen. Ah nein, uiuiui, das war knapp. Immer schön in Bewegung bleiben, so trifft er einen nicht. Ist euch übrigens aufgefallen, dass sich die Lebensanzeige wieder gefüllt hat? Perfekt, oder? Hey, komm her! Erwischt. Na, kleiner Zombie, du kriegst uns nicht. Bleibt stehen, ich kriege euch schon noch. Glaubst auch nur du. Und zack ist er wieder weg in seiner komischen Baumaschine. Hey, das ist unfair. Ich habe so eine Maschine nämlich nicht. So. Falls ihr euch fragt, was dieser grüne Strahl da links sein soll, das ist einfach nur die Begrenzung, dass ich das Level nicht verlasse oder den Kampf hier. Und tschüss. Okay, ich gebe mich geschlagen. Natürlich gibt's keine Zombies. Erwischt. Hättest wenigstens dann noch deine Maske ausziehen können. Naja, gut, dann eben nicht. Okay, und wir haben wieder 2 tolle Gegenstände bekommen. Das heißt, unser Abenteuer kann jetzt weitergehen. Und jetzt öffnen wir das 3. Level. Katztastisch begrüße ich euch zu Lego Scooby-Doo Flucht aus der heimgesuchten Insel hier auf dem Katze-Kenner-Kanal. Und heute wählen wir Shaggy aus. Shaggy und Scooby-Doo. So, oh, schaut mal. Diesmal sind wir mit dem Flugzeug hier angekommen. Und ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall finden wir schon hinter dem Level ein paar Gegenstände wie Hundecracker und, oh, sogar ein goldener Hundecracker. Also mal sehen. Ich bin echt gespannt, was uns dieses Level heute hier zu bieten hat. In der letzten Folge haben wir mit Fred und mit Daphne gespielt. Heute spielen wir mit Shaggy und wie, wenn die Zeit auch noch reicht, natürlich noch mit Velma. So. Oh, wow, schaut euch mal dieses Level an. Der Endgegner ist schon direkt am Anfang zu erreichen, sofern wir den Zugangscode bekommen, beziehungsweise den Gegenstand, um da reinzukommen. Und der liebe Shaggy wirft mit einer Wurst. Und schaut mal, ha, ha, ha. Geister gibt es nicht. Sonst wäre da nicht so ein Projektor. Seht ihr das? Dieses Ding da, diese Maschine, projiziert einen Geist. Ha, ha, seht ihr? Die Maschine ist kaputt, zack, ist der Geist auch weg. Gibt es nicht. Genauso wie die ganzen Gegner aus der letzten Folge, die Mumie oder der Zombie. Das sind nur verkleidete Menschen. Also gut. Und da oben ist schon wieder ein Projektor. Hey, komischer Geist, komm runter. Autsch. Aber erwischt hat er uns trotzdem noch. So, Shaggy, pass bitte gut auf. Das Level ist ziemlich groß und, naja, fast schon viel zu kompliziert. Aber wir kriegen das schon hin. Man muss nur systematisch an die Sache reingehen. Damit meine ich, dass man immer einen Abschnitt einfach erkundet. Stück für Stück. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Damit verpasst ihr keine Videos mehr auf dem Kanal und seid ein Teil der Katzen-Community.
Der beste Kinderkanal auf YouTube. Garantiert. Und zu 100% kindgerecht. Aber das wisst ihr alles schon. So, den Geist da oben lassen wir mal in Ruhe. Wobei, ach komm. Damit er auch andere nicht nervt. Haha, tschüss. So, bevor wir da runtergehen, würde ich sagen, wie gerade eben schon erzählt, wollen wir das Ganze systematisch angehen. Das heißt, erstmal versuchen wir alles im, ich sage mal, Erdgeschoss zu erkunden. Oder zumindest im ersten Haus. Haben wir das erste Haus von oben bis unten komplett durchforstet, gehen wir zum nächsten Haus und dann in den Kellerbereich. So, Moment. Zack, Geister gibt es nicht. Das sind nur optische Täuschungen. Manchmal sieht irgendwas so aus, aber eigentlich gibt es keine Geister. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. So, fliegende Kisten gibt es auch nicht. Vor allem keine, die grün leuchten. So, oder hat da jemand eine grüne Lampe reingelegt? So, dann nehmen wir das Trampolin oder einen Pilz. Das ist ja, glaube ich, ein Pilz, soll das hier symbolisieren. Und, oh, jetzt geht's in das Haus, denn da ist ein Cracker. Oh, da war nur ein Cracker drin. Aber schaut mal, wir haben jetzt 19 Cracker und 2 Goldcracker. Von den goldenen haben wir fast die Hälfte. Und von den normalen fehlen uns noch super viele. Genauer gesagt, jetzt noch 77. Huiuiui. Das heißt, das wird kein kurzes Level. Und schaut euch mal den wunderschönen Mond im Hintergrund an. Sieht er nicht fantastisch aus? Wow. Oh, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, Scooby-Doo. Wir müssen runter und dann nach rechts, würde ich vorschlagen. Oder was meinst du? Wir probieren es mal aus. Können wir da hoch? Ah, schaut mal. Perfekt. Hey, Scooby-Doo, du hast uns nach links geschoben. Warum machst du das? Perfekt. Jetzt haben wir 3 Goldcracker. Wen findet ihr eigentlich besser? Unseren lieben Shaggy? Also, der Typ hier im grünen T-Shirt und der roten Hose? Oder unseren Hund Scooby-Doo? Und wenn ja, also wenn ihr jemanden besser findet, zum Beispiel Scooby-Doo oder den lieben Shaggy, dann schreibt doch auch mal in die Kommentare, warum ihr Shaggy oder Scooby-Doo besser findet. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Also ich muss sagen, bei den beiden kann ich mich nicht entscheiden. Beide sind so witzig. Ich mag beide echt sehr. Vor allem habe ich auch gerne immer die Serie geschaut. Hoppala, ist mich ab runtergefallen. Uah, Hilfe. Fliegende Fässer und ein Geist. Alles zwar nicht echt, aber trotzdem stören sie mich hier. Aber keine Sorge, der Shaggy wirft einfach mit seiner Wurst und zack, ist auch dieses Fässchen da rechts gleich kaputt. Aber Moment mal. Wow. Hier links haben wir noch extrem viel vergessen. Moment. Wo müssen wir jetzt hin? Nicht, dass ich mich hier verlaufe. Schon wieder ein Geist. Keine Angst. Meine Wurst macht ihn kaputt. So, wie viele rote Würste hat er denn, der Shaggy? Der ist immer am Mampen. Immer beim Essen. Das gibt's ja nicht. So, was habe ich hier? Noch mehr Cracker. Oh, weia. Ich glaube, ihr merkt es schon selbst. So ganz systematisch gehe ich das Ganze gerade nicht mehr an. Ich sollte eigentlich mal zurückgehen und versuchen, das mal ein bisschen geordneter zu durchlaufen. Hm, da komme ich vorerst nicht runter. Okay, wir suchen uns einen anderen Weg. Gut Ding will Weile haben. So. Ah, da unten sind noch Cracker. Kann ich da runter? Gibt es da irgendwas? Das ist nichts, oder? Oh nö, jetzt ist es verschwunden. Okay, gut, Scooby-Doo. Lasst uns einen anderen Weg finden, um da runter zu kommen. Hier wird es zumindest mal nicht funktionieren. Moment mal, was ist da unten? Ach so, ja, stimmt, da war ich ja. Ach so, oh nein, jetzt müssen wir wieder außen rum. Hä, was bist du denn für einer? Ah, schaut mal, das hätten wir ja fast verpasst. Zum Glück sind wir nochmal runtergegangen. Oh, ein Geheimgang. Oh, ein goldener Cracker. Hey, heute haben wir Glück. So, man muss wirklich alles ausprobieren und jede Wand auch mal berühren oder zumindest mal in die Richtung laufen. Das nur als Tipp, falls es jemand von euch auch spielen sollte. Ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Vielleicht seid ihr auch schon mit dem Spiel durch. Mich würde aber interessieren, wenn ihr das Spiel auch spielt, habt ihr auch alle Cracker gefunden? Alle 100 braune Cracker und alle 5 goldenen Cracker sowie alle Gegenstände? Wenn nicht, kein Problem. Ihr könnt diese Videoserie hier gerne als Lösung verwenden. Wenn ihr nicht weiterkommt, schaut euch die Videos einfach an und ihr wisst, welche Wege ich abgelaufen bin.
und wo ich alles gefunden habe. So. Hier sind noch viele Cracker. Die holen wir noch alle. Ach, schaut mal, hier waren wir schon. Das heißt, das können wir uns eigentlich sparen. Oh. Moment mal. Jetzt setzen wir einen Gegenstand ein. Haben einen Samen bewässert und zack, wächst ein Pilz heraus. Was ist das für ein Weg? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Au! Perfekt. Damit steuern wir Schiffe. Das Steuerrad. Sehr gut. Okay. Was ist hier noch versteckt? Ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall noch irgendwo Cracker, oder? Wir haben zwar schon viele, aber noch nicht alle. Schaut mal, da. Oh, da auch noch. Und da drüben auch noch. 62 haben wir erst. Fehlen noch eine ganze Menge, wenn ihr mich fragt. Hier auf jeden Fall noch. Und danach sollten wir mal vielleicht die Karte überprüfen und gucken, wo wir etwas noch nicht entdeckt haben. Ja, ja, kleiner Geist. Als ob du uns Angst machen würdest. Ich bitte dich. So, wobei wir sagen, ich muss zugeben, der liebe Shaggy hat in der Serie von Scooby-Doo ziemlich oft Angst. Selbst vor Sachen, die gar nicht echt sind. Die anderen zwar auch, aber nicht so sehr wie unser Shaggy. So, Shaggy, schau mal, da rechts war noch ein Cracker, den holen wir uns jetzt noch. So, perfekt, links und jetzt rechts und haben wir schon 70. 70 Cracker, fehlen nur noch 30. Naja, 30 sind auch eine ganze Menge. So, da oben waren wir, glaube ich, schon. Ja, das war der Anfang. Schaut mal, da rechts unten ist noch eine Kiste. Ich glaube, wir sollten mal in den Keller gehen. Und dann werden wir auch am Ende sehen, ob uns vielleicht noch Cracker fehlen. Oder aber, ob wir alle haben. So, was ist hier? Hier ist nichts mehr. Ich glaube, da waren wir am Anfang schon ganz kurz. Sind aber nicht weiter runtergelaufen, weil wir erstmal alles oben erkunden wollten. Upsala. Da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Natürlich wollte ich nicht in die Suppe reinspringen. Dann halten wir uns mal hier auf der rechten Seite. Schaut mal, hier bewegt sich etwas. Was ist das denn? Schreibt mal in die Kommentare, was das für eine grüne Krütze sein könnte. Also eines kann ich euch sagen. Waldmeister ist das Ganze bestimmt nicht. So, na komm mal her. Hallo, komische Plattform. So, perfekt. Und zack, sehr schön. Wow, 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 hey, hey, was soll denn die Absperrung hier? Sehr gut. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. So, hier sind drei Cracker. Also hier unten gibt es echt viele Cracker. Jetzt haben wir 90. Es fehlen nur noch 10 Cracker und ein goldener Cracker. Ich könnte mir vorstellen, dass die letzten Cracker auch... Oh, schaut mal, da ist der goldene. Aha. Die letzten 7 Cracker fehlen mir, glaube ich, noch. Die letzten 7 Cracker müssten auf dem Weg zum Boss sein. Aber ja, wir werden gleich sehen. So, jetzt bauen wir hier erstmal was zusammen. Level freigeschaltet. Aber wie gewohnt setzen wir erstmal alles fort. So, jetzt bauen wir etwas. Sehr schön. Ist hier noch was? Nee, ich glaube nicht, oder? Okay, dann mal hoch mit uns. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Endboss. Also zum Gegner, zum letzten Gegner in dem Level. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir alle braunen Cracker haben. Das wird sich gleich zeigen. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich kann mich nur wiederholen an dieser Stelle. Bitte, bitte, hab alle Cracker, Shaggy. Bitte. Shaggy und Scooby-Doo laufen hier durch die dunkle Nacht. Vorbei an den ganzen Kürbissen, an den Sprungpilzen, an Spinnennetzen. Und dabei genießen wir auch den schönen Vollmond. Mögt ihr Vollmond oder mögt ihr eher den sichelförmigen Mond? Welchen Mond findet ihr schöner? Schreibt das mal in die Kommentare. Also ich muss sagen, ich mag zwar den sichelförmigen auch sehr, aber Vollmond ist schon was Schönes. Vor allem leuchtet es so schön hell. So. Runter mit uns. So, Achtung. Sind wir schon wieder am Anfang? Ah, Moment. Kurz auf die Karte schauen. Ah, Quatsch. Wir müssen nach links. Wir müssen nach links. Da wartet der Boss auf uns. So, Dupidu, Scooby-Doo, komm und folge mir. Hey, du kriegst jetzt meine Wurst, komische Mumie. Scooby-Doo läuft einfach nur hinterher und denkt sich, ja, ja, der Shaggy, der macht schon alles für uns. Ja, wir haben es geschafft, 100. Perfekt. Damit können wir jetzt mit gutem Gewissen zum Endboss. Und wo ist er? Zeigt er sich jetzt?
Hallihallo. Wo bist denn du? Hallo? Oh, ein Pferd. Oh, schaut mal. Das ist ein... Oh, was macht denn der? Das scheint ein unsichtbarer Reiter zu sein. Den erkennt man nur an diesen... Ja, an dieser roten Wolke. Und ab und zu wirft er etwas. So, wir aktivieren einfach mal die ganzen Schalter. Und da unten ist etwas erschienen. Was ist das? Was ist denn das? Kann ich das anfassen? Kann ich das nehmen? Oh! Habe ich ihn getroffen? Tut mir leid, so war das nicht gemeint, aber wenn du uns attackierst, ja, was soll ich sagen? Dann müssen wir irgendwas dagegen tun. So, hier haben wir einen Schalter. Schnell rüberlaufen. Und da oben noch einer. So, jetzt kommt das Flugzeug vorbei und bringt uns, ich weiß nicht, was es genau ist, irgendwas Leckeres zu essen, irgendwas Warmes. Und der unsichtbare Ritter mag kein warmes Essen. Traurig, aber wahr. Ich glaube, er ist nur kalt. Und das ist nicht gerade gesund, weil wir Menschen doch eine warme Mahlzeit brauchen. Mindestens eine warme Mahlzeit am Tag. Ich glaube, das hat der komische... Autsch, hey, jetzt hat er mich aber echt erwischt. Ich glaube, das hat der goldene Ritter da unten nicht ganz verstanden, dass man auch eine warme Mahlzeit am Tag haben sollte. Der mit seinen komischen Feuerdingen da. Was wirft denn der da immer? Hey, hör auf, wir wollen die Schalter aktivieren. Du wirst lästig. Oh Mann, jetzt können wir schon wieder nicht rüberspringen. Hör endlich auf. Komm schon. So, das ist unsere Chance. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Jetzt haben wir dich. Das ist das Flugzeug und hier ist deine warme Mahlzeit. Guten Appetit. So, und wo war er? Wir haben ihn nie gesehen. So, zeig dich. Wie hast denn du das gemacht? Verrat uns das mal. Wie hast du dich unsichtbar gemacht? Du komischer Typ. Oh Mann. Okay, wenigstens haben wir ihn gekriegt. Und wir haben auch unseren Schlüssel vervollständigt. Sehr, sehr schön. Damit erreichen wir das vorletzte Gebiet in diesem Spiel. Und der Schlüssel passt wie angegossen. Es wird also spannend. Flucht aus der heimgesuchten Insel. Hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. Und heute wählen wir Velma. Velma und Scooby-Doo. Die zwei sind jetzt unterwegs. Oder wird sie Velma ausgesprochen? Velma, Velma. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich werde sie jetzt in dem Video Velma nennen. Aber so ein bisschen glaube ich, dass sie Velma heißt. Diesmal sind wir mit einem Boot hierher gekommen. Auf eine regnerische, kühle, nasse Insel. Und auch hier steht auf dem Schild, bitte draußen bleiben. Ah ja, wir halten uns nicht daran. Und stürzen uns direkt ins Abenteuer. Wortwörtlich. Wo sind wir denn jetzt gelandet? In irgendeiner dunklen Höhle. Na toll. Und was machen wir jetzt hier? Keine Sorge, wir finden schon einen Ausweg. 100 Cracker und 5 goldene Cracker sowie 2 Gegenstände müssen wir finden. Das eine könnte ein Paddel sein, so wie das aussieht, und das andere ein Buch. Und natürlich fehlt uns auch noch der Schlüssel. Also einige Gegenstände, die wir heute finden müssen. Wow, die Karte ist wirklich gewaltig und wir müssen einmal im Kreis laufen, nämlich in der Mitte. Das ist ein großes Labyrinth und einmal laufen wir komplett im Kreis, um alles zu sehen. Meine Lieben, hier der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das würde mich wirklich sehr freuen und ihr wisst, die Katzen-Community. Kindgerechte Videos auf YouTube gibt es viel zu wenig, da sollten auch Kinder was Kindgerechtes sehen. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Community weiter wächst. So, dann springen wir mal drauf. Und hier steigen wir weiter nach oben. Hier gibt es wieder Spinnennetze, Mumien, aber auch viele Hindernisse. Ich würde sagen, wir laufen erstmal nach links und dann einmal rechts durch, nach unten holen die Kiste und alles andere auf dem Weg und laufen dann hoch zum, ich glaube, das war ein Seemonster, was uns diesmal erwartet. Natürlich kein echtes Seemonster, das haben wir schon hier in Lego Scooby-Doo herausgefunden. Das sind nämlich immer verkleidete Bösewichte. Ich glaube, die haben ganz vergessen, dass Fasching noch nicht ist. Okay, teilweise schon. Oder doch? Je nachdem, wann ihr das Video seht. Aber, ja, würde vielleicht fast hinhauen mit der Faschingszeit. So, gut, dann springen wir mal weiter. Duppiduppidu, die liebe Velma und Scooby-Doo sind auf dem Weg. Übrigens, das ist ja Folge 3. Ihr habt Folge 1 und 2 hoffentlich auch gesehen. Jetzt haben wir alle Charaktere mal gespielt. Jetzt sagt mir doch mal, wen ihr am besten findet.
Fred. Also das ist der Junge mit dem weißen Matrosenshirt und den blonden Haaren. Oder Shaggy, der mit dem grünen T-Shirt und den braunen Haaren. Daphne, die mit den orangefarbenen Haaren und dem lila Outfit. Oder unsere liebe Velma, die wir gerade spielen, mit dem orangefarbenen Pulli und den kurzen braunen Haaren. Wen findet ihr am besten und auch warum? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, mein Liebling ist irgendwie... Also ich finde Daphne toll und Shaggy. Shaggy und Daphne, das sind so meine Lieblinge. Die anderen sind auch toll, aber irgendwie, das sind meine Favoriten. Ich kann euch ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, warum. Irgendwie finde ich die ganz sympathisch. Vor allem Shaggy, der ist sogar ein bisschen... Oh, ein Geheimgang. Ein geheimer Geheimgang. Oh, ein goldener Knochen. Perfekt. Genau, was ich sagen wollte. Der Shaggy ist mir sogar ein Ticken lieber, weil er einfach so urkomisch ist. Dadurch, dass er so ängstlich ist, ist er eine richtige Lachnummer. Nicht, dass ich ihn auslache, dass er so ängstlich ist, aber irgendwie ist es doch echt amüsant. Gut, springen wir weiter hoch. Da oben geht's weiter über den Pilz. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wow, ich glaube, hier bauen wir etwas ganz, ganz Großes. Warum hat die liebe Velma das Steuerrad in der Hand? Ah, damit haben wir jetzt einen Aufzug gebaut. Das ist ja mal interessant. Was finden wir hier oben? Moment mal, wo sind wir? Oh, so ein Extra-Bereich. Ich glaube, hier wird auch irgendwas versteckt sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Mal sehen. Gleich werden wir es herausfinden. Ja, da ist ein Paddel. Tada! Das Paddel hätten wir dann schon mal. Jetzt fehlt uns noch ein Buch und natürlich ganz viele Cracker. Vor allem haben wir erst einen goldenen Cracker. Wo sind denn die anderen Cracker? Schon wieder diese grüne Suppe. Die will ich nicht unbedingt sehen. Und lecker ist was anderes. Gut, wir schauen mal weiter. Dann wollen wir mal hier hochspringen. Da ganz oben ist dieses verkleidete Seemonster. Da unten ist da noch was? Nein, okay. Dann lass uns mal hoch. Und dann Richtung Osten, das heißt nach rechts. Denn ich glaube, da geht's weiter. Jetzt habe ich den Sprung ein bisschen vermasselt. Oh, nochmal. Yay. Und da ist ein goldener Cracker. Perfekt. So, hier weiter. Hier weiter. Und dann... Upsala, nochmal. Oh, Moment. Ist hier was? Nein. Nichts ist hinter der Wand versteckt. Kein Geheimgang. Nichts. So. Links nach oben. Ich glaube, das führt jetzt zum Seemonster. Kann das sein? Nee, dann lasst uns erstmal nach rechts, weil wir wollen einmal durch das ganze Level laufen. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Und was mir erst jetzt so bewusst wird, die liebe Velma wirft ja mit einer Bratpfanne. Also jeder wirft mit was anderem. Die Daphne wirft mit einer Bürste. Das ist ihre Waffe. Die Velma hat eine Bratpfanne. Fred hat, glaube ich, wenn ich das richtig erkannt habe in der ersten Folge, eine Öllampe. Und Shaggy wirft mit Würsten. Na lecker. Man wirft doch nicht mit Lebensmitteln. Hallo? Wo sind wir denn da? Naja gut. Spielen wir erstmal weiter. Hey, 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 weg mit dir. Okay. Wir müssen runter, holen uns die Kiste, müssen nochmal ganz runter. Und dann ist da nochmal ein Zwischengang. Also das wird noch eine heikle Angelegenheit. Wir schaffen das. So, da mal darüber. Also schon echt geheimnisvoll. Wer von euch würde sich eigentlich trauen, zusammen mit Velma und Scooby-Doo, nicht alleine, wie in der letzten Folge gefragt, sondern wirklich zu... Autsch! Sondern zusammen mit den beiden diese Höhle hier zu erforschen. Würdet ihr euch trauen? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ey, eine Kiste! Yay! Damit komplettieren wir den Schlüssel. Sehr schön. Zack, zack. Oh, dieser Schlüssel sieht ja echt finster aus. Aber kein Wunder, denn dieser Schlüssel führt uns auch in das letzte Level. Das wir aber nicht jetzt betreten werden, denn wir wollen natürlich das Seemonster auch überführen. Und auch noch das Buch finden. Denn hier scheint irgendwo ein Buch versteckt zu sein. Wo genau? Tja, wenn ich das wüsste, das müssen wir alles noch herausfinden. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da unten ist, denn da unten ist ein Gang, der dann irgendwann endet. Ich glaube, das ist so ein Indiz dafür, dass dort noch etwas versteckt ist.
Achtung, Achtung. Nicht so schnell und nicht so langsam. Immer schön die Fassung behalten. Oh, das ist schon eine komische Suppe hier. Moment, ich muss kurz da runter. Ich will wissen, ob ich was vergessen habe. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, wenn ich das richtig überblickt habe... Autsch. Habe ich ja alles hier in dem Bereich gesehen. Nee, wisst ihr, ich dachte da unten bei der grünen Grütze, dass da vielleicht noch ein Hundeknochen ist. Jetzt haben wir schon 73, das ist unglaublich. Aber uns fehlen noch 3 goldene Hundeknochen. Ah, ja. Okay, laut Karte gibt es da unten noch was, wie gesagt. Dann lasst uns da auf jeden Fall mal nachschauen. Ist hier was? Komisch. Komischer Bereich. Nein, auch kein geheimer Gang. Nichts, okay. Kein Problem. Dann mal darüber und darüber und darüber. Wow, schön gemacht mit den ganzen Sprungpilzen. So, oh, da unten. Ich hab's gesehen. Hey, du da. Entschuldigung, wir wollten uns nur den Knochen holen. So. Oh. Jetzt haben wir was geöffnet mit der Eisenstange. Und wahrscheinlich führt uns das zum Buch, oder? Also, das muss uns zum Buch führen. Was anderes erwarte ich jetzt auch gar nicht. Ja, da ist das Buch. Perfekt. Ich frage mich, wofür das Buch gut sein könnte. Gut, das werden wir sicherlich noch erfahren. Dann lassen Sie jetzt da hoch, dann links und dann nach oben zum Seemonster. Dann haben wir hoffentlich alles gefunden und alles entdeckt. Ob das auch wirklich so sein wird, das werden wir dann sehen. Aber gut Ding will Weile haben. Das bedeutet einfach, langsam, aber Schritt für Schritt kommen wir an unser Ziel. So, perfekt. Und wow, hoch, ouch. Moment, wir müssen noch nach links. Kommen wir darüber? Ja, sehr schön. Einmal durch den Gang. Duppiduppidu. So, jetzt hier runter. Na toll, wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay, dann da. Boing. Boing. So, und wie kommen wir da jetzt hoch? Oh nee, sag mir bitte nicht, wir müssen nur einmal außen rum. Na toll. Ah nee, Quatsch, wir können jetzt hier nochmal rüber, oder? Ich hoffe es, ich möchte nicht den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Ja, ja, perfekt. Hui, geschafft. Ich hatte schon echt eine böse Befürchtung. Und alle Cracker eingesammelt. Na, das haben wir jetzt echt gut gemacht. Oh. Das haben wir jetzt echt gut gemacht, finde ich. Nein, nein. Oh, ja, Moment, wartet auf mich. Da oben ist noch ein goldener Cracker, den will ich. Jetzt, unsere Chance. Perfekt. Ha, haben wir ihn. Fehlen noch 12 Cracker. 11 Cracker. Entschuldigt bitte, 11 Cracker natürlich. Und ein goldener. So, Achtung. Autsch, zu früh gelaufen. Ah, ein fliegendes kleines Fässchen. Okay, haben wir jetzt alles? Ich hoffe. Muss ich da runter? Ah, wir schauen mal. Ich glaube zwar nicht, aber... Oh nein, wo bin ich denn jetzt gelandet? Manchmal bin ich ein bisschen zu stürmisch unterwegs. Okay, liebe Velma. Dann lass uns nochmal nach oben. Wilma, Wilma. Vielleicht wird sie auch Englisch ausgesprochen. Das heißt, sie wird Wilma ausgesprochen. Ich glaube immer mehr, dass sie Wilma heißt. Wilma oder Wilma? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Okay. Ich muss auch sagen, es ist schon Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal Scooby-Doo gesehen habe. Aber ich habe die Serie sehr gemocht. So, hoch mit uns. Ich glaube, da geht es jetzt weiter. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir alles gefunden haben. Und uns jetzt nur noch ein goldener Cracker und die 9 Knochen fehlen, die wir dann auch auf dem Weg dann nach oben finden. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Also kein Problem, aber ich habe euch versprochen, dass ich alles finde. Oh, ich bin falsch. Ich muss da noch rechts und dann nach oben. Ah, Achtung, Achtung, wow, was für ein gigantischer Sprung. So... Und oh nein, das gibt's doch nicht. Nochmal. Nochmal, 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 nochmal. Und oh, Mensch. Das ist heute nicht mein Tag. Komm, jetzt aber. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, sehr gut. Und noch rechts. Dann hoch. Und jetzt schön rüber. So.
Moment nochmal. Hä? Warum klappt das jetzt nicht? Hab ich irgendwie was falsch gemacht? Nochmal. Ah, jetzt, okay. Jetzt hat es funktioniert. Ich dachte schon, irgendwie geht es nicht. So, hey, weg mit dir. Und du auch, kleiner Frechdachs. So, schaut mal, es fehlen noch 5 Cracker und immer noch ein Goldcracker. Wo sind die denn? Komm, Scooby-Doo, schaufel uns den Weg frei. Ich hoffe, du findest etwas. Und? Kein Geheimgang, okay. Noch ein Cracker. Das sind die 2 letzten braunen Cracker. Hä, aber uns fehlt immer noch ein Goldcracker. Hä? Hab ich was vergessen? Moment. Was? Kein Versteck? Was? Okay, ich könnte theoretisch nochmal raus und suchen. Ja, okay, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich was übersehen haben könnte, denn ich habe alles erforscht, die ganze Karte. Na gut, schauen wir mal, ob wir auf dem Weg zum Endboss was finden. Bestimmt müssen wir nach rechts, oder? Oder nach links? Ich weiß nicht. Wir gucken mal nach links. Hä? Schade, dass wir jetzt keine Karte sehen, in welche Richtung wir laufen müssen. Was ist das denn? Ein Haus! Oh, ein Seemonster kommt aus dem Haus heraus. Der kommt aus der Garage raus. Hey, Scooby-Doo, lass mich doch nicht alleine. Hey, was bist du denn für einer? Komm schon. Mit deinem komischen Dreizack. Aua. Langweilig. Ey, was ist das denn für ein komischer Angriff? Wow. Woher kommt das denn jetzt? Was macht er jetzt? Wow, es kommt eine gigantische Welle. Autsch. Oh Mann, darauf war ich jetzt echt nicht vorbereitet. Aha, erwischt. Hey, du Fiesling. Das muss ich echt aufpassen. Das kann echt leicht in die Hose gehen. Ein Treffer. Ich hab's vermasselt. Belma. Was? Toll. Hat er mich jetzt echt erwischt? Okay, sind wir jetzt oben? Moment, jetzt gehe ich aber mal nach rechts. Ah ja, schaut mal. Da ist der letzte goldene Cracker. Der letzte goldene Hundeknochen. Damit haben wir jetzt wirklich das komplette Level geschafft. Also irgendwie war das schon Schicksal, Glückssache, ich weiß auch nicht, dass der uns jetzt 3-mal erwischt hat. Aber gut. Heißt jetzt nicht, dass wir unerwischt bleiben, denn ich finde seine Angriffe gar nicht mal so schlecht. Also schwach ist der liebe Freundchen nicht. So, Achtung, jetzt sind wir besser darauf vorbereitet. Und bei dem Pilz ist drauf zu achten, upsala, dass wir relativ spät drauf springen, wenn er fast bei uns ist. So, komm näher. Perfekt. Genau, wenn man zu früh auf den Pilz springt, dann erwischt er einen nämlich. Und das ist der gesamte ganze Trick an der Sache. Also das muss man wirklich beachten. So. Das sollte jetzt eigentlich auch kein Problem mehr sein, denn deine Angriffsmuster verstehen wir jetzt, mein lieber Freund. Mein lieber Freund Seeungeheuer. Als ob du uns jetzt noch Angst einjagen würdest. Jetzt mal im Ernst. Das ist doch lächerlich. Nein, jetzt mal im Ernst. Wir kriegen das hin. Und boink. Aha. Jetzt. Super. Es wird immer besser. Komm. So, jetzt sind wir oben auf dem Leuchtturm. Das heißt, das große Finale. Ein Schlag fehlt noch und wir haben es geschafft. Ich glaube, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Na, komm her. Glaub nicht, dass ich Angst habe, mein Guter. Komm her. So. Okay, ein paar Wasserstrahlen. Jetzt im richtigen Moment springen und dann kriegt er noch eine Bratpfanne auf dem Kopf. So, hier meine Pfanne. Ah, haha, deine Maske ist runtergefallen. Zeig dein Gesicht, wer bist denn du? Was für ein komischer Typ. Okay. Wir haben auf jeden Fall das Buch und das Paddel gefunden. Wir haben es geschafft. Wir sind ein super Team. Danke, Scooby-Doo. Damit haben wir das komplette Element fertig. Der komplette Schlüssel. Wir können in das letzte Level des Spiels. Flucht aus der heimgesuchten Insel. Hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. Schaut mal, der Endboss scheint ein Ritter zu sein. Und wen wählen wir? Fred! Fred und Scooby-Doo machen sich auf den Weg, das Geheimnis zu lüften. Schaut mal, wo sind wir denn jetzt gelandet?
Oh, es scheint kurz nach einem Sonnenuntergang zu sein. Deswegen ist der Himmel noch so etwas rot angehaucht. Auch der Mond ist etwas orange. Was ist denn das hier für eine Bruchbude? Könnte eine Art Kirche... Wow, schaut euch mal dieses Labyrinth an. Das wird seine Zeit benötigen. Oh, das muss eine alte Villa sein. Schaut euch mal hier diese schönen Ornamente an. Diese schönen, naja, Bauten, möchte ich mal sagen. Und schon wieder Geister, die von einer Maschine projiziert werden. Das hatten wir ja schon in der zweiten Folge gesehen. Oder war es in der dritten? Nee, es war in der zweiten. Da wurden auch in einem Haus Geister über eine Maschine projiziert. Das waren also praktisch optische Täuschungen. Also jedes Kind weiß doch, dass es keine Geister gibt. Von daher, uns kriegst du damit nicht eingeschüchtert. Stattdessen... Ah, Moment mal. Kann es sein? Jetzt habe ich es erkannt. Also was ich noch... Ich bringe den Satz noch zu Ende. Geister schüchtern uns nicht ein. Aber was ich immer wieder gesagt habe, der liebe Fred, und ich glaube, irgendjemand hat es auch in die Kommentare geschrieben, deswegen fällt mir auch jetzt nochmal ein, hat in die Kommentare geschrieben, dass der liebe Fred, den wir hier spielen, keine Öllampe in der Hand hält. Autsch! Sondern eine Taschenlampe. Er wirft mit einer Taschenlampe. Das ist also... Oh, schaut mal! Hä? Wird der Schlüssel nochmal erweitert, oder wie? Schwarze Ritter freigeschaltet. Finde ihn im Schloss und löse das Geheimnis. Okay, also irgendwie... Ach so, nee, es war der Schlüssel zum Endboss. Ach, wir werden schon sehen. Okay, genau. Und übrigens kommt hier noch der Hinweis, falls euch Scooby-Doo gefällt und ihr große Fans seid, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst und auf jeden Fall ein Teil des Katzenclubs werdet. Also werdet Teil der tollen Community, die wir hier haben. Fröhlich und immer gut gelaunt. Ist eigentlich das Gleiche. Aber auf jeden Fall kindgerecht. So, Achtung. Wow, hey, das geht ja kaputt. Scooby-Doo, lass uns was zusammenbauen. Ich finde es schön, dass man auch in solchen Lego-Spielen, die sehr einfach gehalten sind, wie hier bei Scooby-Doo, dass man trotzdem, wie auch in großen Lego-Spielen, wo man Sachen zusammenbaut, auch hier Sachen zusammenbauen kann. Ich weiß, ich habe das gerade sehr kompliziert erklärt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Einfach, dass man dieses Element des Bauens hier auch eingebaut hat. So, aber jetzt Achtung. Genug gesprochen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Fred, Scooby-Doo, wisst ihr, wo wir jetzt hin müssen? Sind wir hier richtig? Hier sind überall Plattformen, die sich drehen. Also irgendwie ist das schon ein bisschen mysteriös. Aber gut, wir werden jedes Geheimnis lüften. Koste es, was es wolle. Weg mit euch, ihr komischen Dinger. Komische Skelette. Oh, schöner Balkon. Tja, ja. Das war's aber auch. Oh, schöner Balkon hier. Oh, hallo. Okay, aber da unten ist was Schönes. Hey, schöner Balkon hier. Hey. Wow, eine Presse. Da sollten wir aufpassen. Normalerweise stoße ich irgendwie mit dem Kopf immer an. Achtung, Scooby-Doo. Oh, schon wieder mit dem Kopf angestoßen. Achtung, und jetzt schnell weiter. Nein, ich bin durchgefallen. Och nö, das gibt's doch nicht. Dann müssen wir nochmal hoch. Kein Problem, wir machen uns auf den Weg. Und hoch. Ah, schon wieder ein Skelett. Warum laufen die denn auch da die ganze Zeit rum? Autsch, mein Kopf. Achtung, Scooby-Doo. Und los. So, jetzt müssen wir mit... Nein, ich rutsche immer aus. Oh nein, Fred. Fred. Passiert euch das auch manchmal in irgendwelchen Spielen, dass ihr versuchen wollt zu springen und dann lauft ihr zu schnell und springt nicht richtig und dann fallt ihr runter? Und vor allem, mir passiert es auch manchmal. Ich konzentriere mich gerade zu wenig. Manchmal passiert mir das und dann sage ich, hey, du bist schuld. Obwohl ich ja eigentlich selbst schuld bin. Ich sage zu der Figur im Spiel, dass sie schuld ist, dass wir gerade nicht springen konnten. Aber, wie wir alle wissen, und da können wir jetzt wirklich selbst über uns alle lachen, eigentlich sind wir selbst schuld, weil wir das Spiel nicht richtig spielen oder einfach noch üben müssen. So, Achtung, jetzt kann ich aber springen, oder? Nein, ich wollte doch darüber. Wenigstens, meine Lieben, habe ich gerade die Cracker eingesammelt. Okay, jetzt mal Butter bei die Fische, wie der Spruch immer so schön lautet. Wir wollen's... Autsch! Jetzt anstrengen! Autsch!
Okay. Oh nein! Seht ihr, was gerade passiert? Das ist so ein typischer Fehler von mir. Das ist so typisch für mich. Ja, wirklich. Ich mein's vollkommen ernst. Ab einem gewissen Punkt bin ich sehr ungeduldig und laufe viel zu schnell. Statt mich wirklich zu konzentrieren und zu warten, zu überlegen, soll ich jetzt springen oder soll ich nochmal eine Runde warten? Schaut mal, jetzt hat's funktioniert. Seht ihr? Manchmal sollte man einfach etwas langsamer machen. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Plattform, um drauf zu stehen. Okay. Jetzt springen wir darüber zu dem Cracker. So, hallo. Entschuldigung. Was ist das hier, ein Aufzug? Oh, ein Buch! Und das Buch hat diesen Aufzug hier aktiviert. Hey, was machst du hier, Frechdachs? Toll. Ein Balkon! Hallihallo, ein Balkon! Ja, ja, der Balkonwitz ist schon alt. Wobei, war das vorhin ein Balkonwitz, den ich gebracht habe? Ich weiß es nicht. Entscheidet selbst. Noch eine Frage an euch. Schreibt es doch mal in die Kommentare, und zwar folgendes. Jetzt haben wir alle 4 Level gesehen. Welches der Level gefällt euch denn eigentlich am besten? Oder, nee, es waren 5 Level, oder? Weil in der ersten Folge haben wir 5, also haben wir 2 Level gemacht. Und die anderen sind etwas länger und größer, deswegen haben wir sie unterteilt in jeweils eine Folge. Auf jeden Fall schreibt doch mal in die Kommentare, welches Level euch am besten gefallen hat und welches Level ihr persönlich, wenn ihr könntet, selbst mal erkunden würdet. Also ich muss sagen, irgendwie fand ich das Level mit dem Seemonster ganz cool. Wobei, nee, wisst ihr, welches Level ich am besten fand? Das mit dem Zombie. Das war noch in der ersten Folge, als wir mit Daphne unterwegs waren. Ach komm, heiliger Bimbam. Kann ich jetzt nicht mal mehr springen oder was ist los? Komm schon, Fred und Scooby-Doo, ihr schafft das. Konzentriert euch doch mal. Ja gut, die Stelle ist echt ein bisschen unfair und gar nicht so einfach. Wow, 100 Euro gefunden. Wir haben 100 Euro gefunden. Ich weiß nicht warum, aber habt ihr es gesehen? 100 Euro, einfach mal so. Toll. Ich weiß gar nicht, was uns das jetzt bringt. Können wir jetzt, weiß nicht, den bösen Ritter das Geld geben und dann hört er auf, hier seinen Blödsinn zu machen? Oder wie dürfen wir das verstehen? Wir werden das schon herausfinden. Irgendwann, früher oder später, in diesem Video. So, was ist hier? Ah ja, stimmt, hier waren die ganzen Balkone. Hey, hallihallo, komische Skelette, wie geht's euch? Oh, schon wieder eine fliegende Kiste. Langweilig. Fliegende Kisten gibt's nicht, die machen uns nichts. Wow. Oh, was ist das hier? Okay, was ist hier unten? Wow. Ein Trampolin, Achtung. Boing, boing. Wow, hier gibt es aber viele Cracker. Und da oben war ein goldener Cracker. Ja, ich habe ihn gesehen. Und da oben ist noch einer. Wow, so viele goldene Cracker auf einmal. Erstmal holen wir den hier. Ist da noch was? Nein. 2 goldene Cracker fehlen noch. Und, oh, wir sind irgendwo im Nirgendwo. Schaut mal. Der Ritter ist da oben. Da brauchen wir noch Ewigkeiten. Ja, aber wir machen uns auf den Weg. 40 Cracker fehlen uns noch. 2 goldene. Hey, weg mit dir. So, was ist da oben? Oder was ist hier links? Hey, eine Tür! Oh, die Tür ist aufgegangen. Was da wohl drin ist? Ein Cracker! Oh, jetzt sind wir wieder hier unten. Aber gut, die Frage ist, wollen wir nach rechts oben zu dem Aufzug oder wollen wir jetzt zu der Tür, die gerade geöffnet wurde? Weiß ich nicht. Was ist hier rechts noch? Ah ja, hier der Aufzug. Ja, okay, dann lasst uns mal diesen Weg hier erkunden. Also den Bereich hier. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall alle goldenen Cracker. Jetzt fehlen nur noch die braunen Hundecracker. Oh, da unten. Da will ich noch hin. Oh, nicht zu schnell. Nochmal nach links. So, weg mit dir. Hier. Ey, oh, das war ja nicht mein Buch. Das war ein böses Buch. Boink, boink, boink. Hey, da haben wir einen Cracker vergessen. Mitten im Flug haben wir einen Cracker vergessen. Mensch. So. Hallo, ihr zwei. Entschuldigung. Ein Balkon, ein Balkon. Ja, der Witz ist langweilig. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Okay, da irgendwie nach oben. So. Ist hier noch irgendetwas? Nein. 15 braune Cracker brauchen wir noch. Und wo mögen sich diese wohl verstecken? Das weiß niemand so recht. Also da oben ist zumindest nichts mehr und ich möchte jetzt hier bitte raus. Bitte nicht mehr auf diese Sprungpilze springen, denn diese bringen ja mal gar nichts.
Scooby-Doo, wollen wir darüber auch? Okay. So, ah ja, hier die Tür. Da waren wir noch nicht drin. Was ist das für eine Tür? Ein Pokal! Wow! Nicht schlecht, muss ich schon sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist ja mal ein richtig toller Preis. So, dann wollen wir hier hoch. Oder darüber. Jetzt auf den Pilz. Und jetzt müssen wir da. Ah, upsala. Moment, jetzt warten wir kurz. Da hoch und. Ah, sehr gut. Scooby-Doo kann aber auch echt gut springen, muss ich sagen. Der ist ja immer in unserer Nähe. Ist hier irgendwas versteckt? Nein. Kein geheimer Bereich für uns. So. Das ist schon wieder so eine heikle Angelegenheit. Hier kann man wirklich kaum springen. Irgendwie. Oh mein Gott, was ist das denn hier bitte? Totales Chaos für Fred und Scooby. Scooby-Doo! Wow, nein. Oh, die Sprünge sind hier echt schwer. Seid ihr, falls ihr das Spiel hier gespielt habt, auch gut durchgekommen? Oder hattet ihr solche Schwierigkeiten wie ich? Moment, was ist da auf der linken Seite eigentlich? Na, wahrscheinlich nichts, oder? Ja, schaut mal, da links geht's aber auch irgendwo noch weiter, oder? Was ist denn das? Na, egal. Ah, schon wieder ein Buch. Weg mit dir. Komisches Buch. Oh, hier geht er zum letzten Boss. Perfekt. Haben wir jetzt bitte alle Cracker? So, uns fehlen noch... Oh. Na, zwei noch. Ja, wir haben alle. Perfekt, perfekt, perfekt. So, da geht's... Hä? Da sind zwei Türen und eine ist verschlossen. Hä? Was ist das denn für eine Tür? Kehre zurück, wenn du den schwarzen Ritter entlarvt hast. Oh, schaut mal, es gibt also noch einen Bonusgegner. Okay, das ist aber spannend. Dann lasst uns das nach dem schwarzen Ritter machen. Ich bin echt gespannt. Also, es erwartet uns hier noch im Spiel eine kleine Überraschung, wie es scheint. So, und jetzt? Oh, der Ritter. Komm her. Dich habe ich immer wieder entdeckt. In allen Level warst du einmal kurz drin. Na, komm schon. Autsch. Zeig, was du kannst. Langweilig. Deine Angriffe sind schwach. Was macht er jetzt? Ah, Hilfe, Äxte. Ah. Hey, das ist fies und gefährlich. Was macht... Autsch. Das trifft ja einen auch, wenn es schon steht. Oh, wow, der hat auch schon wieder so unerwartete Angriffe. Wenigstens haben wir alle goldenen Cracker und alle braunen Hundecracker. Aber leider haben wir jetzt kaum Leben. Unsere Lebensanzeige steht bei Rot, wie ihr oben sehen könnt. Ja, keine so leichte Sache. Oh, sie füllt sich wieder auf automatisch. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen und uns bloß nicht treffen lassen. Nein, die Stelle ist unfair. Oh nein, oh und out. So. Wow. Wow. Oh, er ist verwirrt. Unsere Chance. Erwischt. Was macht ihr jetzt? Wow, und links und rechts ist grüne Suppe. Okay. Komm, hör auf, das ist fies mit deiner komischen Axt. Gib dich geschlagen. Und hör auf, den Bösen zu spielen. Du bist bestimmt ein Guter. So, Achtung. Wow, direkt in die Suppe reingeschubst. Och nö. Direkt in die Waldmeistersuppe. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Bin ich richtig? Okay. Okay, dann müssen wir das ganze Spielchen nochmal machen. Und ich kann euch eins versprechen. Der schwarze Ritter, dem werden wir jetzt die Leviten lesen. Dem werden wir jetzt zeigen, welche wirklich der Boss ist. Und dann soll der schwarze Ritter bitte aufhören, die ganzen Bewohner auf der komischen Insel, sofern es hier Bewohner gibt, zu terrorisieren. Autsch! Hey, au! Komm runter, Frechdachs! So, meine Chance, meine Chance. Oh, oder noch nicht. Stimmt, er ist ja erst verwirrt und durcheinander, wenn wir ganz unten sind, bei der grünen Waldmeister-Grütze oder Suppe oder was auch immer. Ich hatte übrigens heute eine Suppe. Das ist mir gerade eingefallen. Eine Hühnersuppe. Super lecker. Mit so Muscheln. Kennt ihr solche Nudelmuscheln? Ja, ich weiß nicht, warum ich euch das jetzt erzähle, aber es ist mir gerade eingefallen und ich fand es super lecker. Okay, aber jetzt zurück. Wow. So, hab ich dich. So, komm her. Diesmal sind wir darauf vorbereitet, dass du uns mit der Axt schubsen kannst. Autsch. Oh, also kein Autsch. Au, ich meine doch Autsch. Ich bin durcheinander. Hilfe. Wow.
Autsch! Du Frechdachs! Hör auf! Und jetzt wirft er wieder mit diesen komischen Dingern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die gibt auch echt nicht Ruhe, muss ich sagen. Komm jetzt runter. Langsam reicht's mir. So. Na? Und jetzt ist er plötzlich verwirrt. Haben wir dich! Ha! Und er zeigt sein Gesicht. Er hat seine Rüstung verloren. Seinen Helm. Und das ist irgendein Typ. Wir nennen ihn jetzt... Harald. Harald, du Fiesling. Warum hast du das getan? Böse Harald. Aber... Herzlichen Glückwunsch, du hast den schwarzen Ritter entlarvt und das Geheimnis um die Spukinsel gelüftet. Und schaut mal, hier sind all die Gegner, die wir getroffen haben und alle Gegenstände, die wir gefunden haben. Aber Moment mal, Moment mal, meine lieben Katzen, meine liebe Katzen-Community. Eines haben wir doch vergessen, oder etwa nicht? Und zwar, da war doch diese große Tür, die wir erst dann öffnen können, wenn wir den schwarzen Ritter besiegt haben. Oder ist es etwa falsch? Schaut mal hier! Seht ihr das? Da ist eine Silhouette. Der ist hier nicht angezeigt, dieser Typ hier. Da ist noch irgendein Rätsel auf der Insel. Also, lasst uns zurück auf die Insel, denn da ist doch irgendetwas versteckt und ich möchte das Rätsel lösen. Shaggy, bist du bereit? Wegen dem Shaggy war halt am meisten Angst. Okay, Shaggy und Scooby-Doo, kehren nochmal zurück. Wir haben, wie ihr sehen könnt, rechts oben 100 Cracker und 5 Goldcracker. Wir haben schon alles gefunden in dem Level. Daher suchen wir gar nicht großartig, sondern gehen direkt zu der großen Tür. Ich bin echt gespannt. Okay, ja, ein paar Geister sind wieder zurückgekehrt, aber das soll uns nicht stören. Sofern... nötig, werden wir sie mit unserer roten Wurst umhauen, aber wenn nicht, dann lassen wir sie so stehen. So, tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Oh, die Kiste haben wir jetzt nicht erwischt. Aber wo bitte ist jetzt das Tor? Das war irgendwo ganz weit rechts oben. Jetzt müssen wir erstmal hier, soweit es geht, nach oben klettern. Oh, wir sind schon fast da. Ja, seht ihr mal. Wenn wir nicht alles finden wollen in einem Level, dann kommen wir ziemlich schnell hier durch. Jetzt kommt wieder diese komische Stelle, die so schwer zu durchspringen ist. Ach, Mensch. Ah, heiliger Bimbam. Das wird wieder eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Angelegenheit. Sehr schön. Shaggy, du bist der Beste. So. Tschüss und tschüss. Tschüss, Buch. Wir müssen los. So, jetzt sind wir gleich da. Schaut mal, so schnell sind wir. Und dann sind wir oben bei der großen Tür. Schaut mal, da ist die Tür. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Und. Wow. Die Ketten sind weg. Jetzt können wir da rein. Wow. Was uns da wohl erwartet? Hallo? Oh, was ist das denn? Steckt hier etwa die Lava? Schnell hoch mit uns. Und wieder eine bewegende Plattform. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich habe echt keine Ahnung. Ein großer, schmaler Turm, der uns ganz nach oben führen möchte. Aber was wird uns da oben erwarten? Was könnte da oben sein? Schreibt noch eure Kommentare, bevor ihr die Folge zu Ende schaut, um zu rätseln, was da oben sein könnte. Ich bin gespannt, was ihr noch schreiben werdet. Und im Übrigen, egal ob ihr richtig oder falsch liegt, ich freue mich über eure Kommentare. Achtung, hier ist die Presse. Irgendwie... Oh, ich komme hier nicht durch. Schnell durch. Autsch. Wow. Oh, hier bauen wir jetzt etwas. Und ich brauche unbedingt Energie, weil ein Treffer und ich habe verloren. Ich hoffe, die Energieanzeige füllt sich gleich wieder. So, weg mit dir. Meine Wurst macht dich platt. Und da ist schon wieder der schwarze Ritter. Was macht denn der hier? Hey, wir haben doch gesagt, du sollst aufhören. Du bist doch jetzt im Gefängnis, oder nicht? Okay. Jetzt ist er wieder weg. Schaut mal, wer da oben ist. Ein Vampir. Graf Dracula. Hey, Dracula. Altes Haus, wie geht's dir denn? Ha. Was macht ihr hier bei mir? Hey, konnte der Scooby-Doo gerade fliegen? Habt ihr das gesehen? Der ist links durch die Lüfte gelaufen. Warum haut Scooby-Doo immer ab? Und der arme Shaggy muss jetzt alleine kämpfen. Na, Graf Dracula, was machst du? Eine Fledermaus losschicken? Das wird dir nicht helfen. Wie viele hast du denn davon? Sind es deine Haustiere? Wow, was ist das denn für ein Strahl? Ach komm schon, das ist langweilig. Das ist ein billiger Trick von dir. Autsch, der Arme.
Ich glaube, dass ich verletzt, als er runterkam. Klang zumindest so. Habt ihr das komische Geräusch gehört? Okay. So. Komm her. Autsch. Hör auf. Leg deine Maske ab. Du bist kein echter Vampir. Doch, bin ich. Ich bin ein Vampir. Gar nicht wahr. Nein, also doch. Ich meine, okay, vielleicht nicht ganz, aber lass mich in Ruhe. Das ist mein Vampirhaus hier oben. Haha. Hör auf, seinen Blödsinn zu machen. Komm jetzt. Nein, ich fliege jetzt in die Luft. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinem komischen Strahl. Naja, mit seiner Magie wird er uns aber nicht aufhalten können. Achtung, jetzt kommt er. Autsch. Hier, bitte eine Wurst. Ich mag keine Wurst. Ich bin Vegetarier. Ist aber lecker. Nein, ich mag nicht. Na gut, ein Treffer noch und dann haben wir Graf Dracula auch besiegt. Bin mal gespannt, was dann passiert. Kriegen wir dann irgendwie was Besonderes? Ich meine, wir haben schon alles gefunden. Den 100-Euro-Schein, den Goldpokal. Was fehlt denn noch? Gar nichts mehr. So, jetzt kommen noch ein paar Fledermäuse, seine Strahlen. Und dann kriegt er noch eine Wurst auf den Kopf geschmissen. Und dann haben wir ihn besiegt. So, komm schon, Graf Dracula. So, hast du es jetzt endlich? Nein, noch nicht. Jetzt, meine Strahlen werden dich schon noch treffen. Das glaubst auch nur du, mein Guter. Guck mal, ich muss einfach nur stehen bleiben. Und? Autsch. Hier, bitte eine Wurst. Ich glaube, der mag keine Wurst. Jetzt hat er seine Maske abgelegt. Wer bist du denn gewesen? Ich bin Geralt. Okay, Geralt. Wir nennen dich einfach mal Geralt. Ja, interessant, dass es hier so einen extra Zwischenboss gibt. Also so einen Bonusboss. Aber mehr passiert hier nicht. Meine Lieben, wir haben das komplette Spiel durchgespielt. Ich sag danke fürs Zusehen. Rechts unten kommt ihr zur ersten Folge. Da könnt ihr das ganze Let's Play von Scooby-Doo nochmal angucken. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Tippt einfach drauf, damit ihr zu den Videos kommt. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Würde mich super, super freuen. Also, bis bald.